Gibt es irgendwas Neues? Was soll es Neues geben? Die Schlagzeilen vom vergangenen Jahr sind doch immer aktuell. Ich sag nur Hochwasser zum Beispiel. Oh ja, das stimmt. Das hat eine Menge Schaden angerichtet, bei uns in die Gegend. Uwe Peis kassiert immer noch seine Goldfische. Wenn ich an die armen Bauern denke, wie soll die dieses Jahr nur auf ihren Acker kommen? Ach, das ist kein Problem. Das Ministerium haut wieder garantiert Millionen an Fördermittel raus. Da wird der Bund tausende Hartz-IV-Empfänger auf immer los, wenn die Nager alle auf dem Acker sitzen und Reis ernten. Da bin ich ja mal gespannt, wie die Preise in die Höhe schießen. Getreide, Kartoffeln, Sonnenblumen, das gibt eine Inflation, das sage ich dir. Ach Quatsch, wir haben doch vorhin ja schon. Was muss man gucken auf die Dorffeste? Die Bierpreise zum Beispiel, 0,3 für 2 Euro, ist teurer als Oktoberfest. Hero! Ja, das darfst du nicht so verbissen sehen. Das darfst du nicht so verbissen sehen. Das sind alles nur Hobbykneiper. Die kalkulieren ganz anders. Okay. Auf eine Schippe Zement müssen 8 Schippen Sand. Oh, das habe ich ja alles so betrachtet, das stimmt, ja. Ja, ist sonst noch was irgendwas? Hat ihr da Pleite gemacht? Nee, Pleite nicht. Aber neue Firmen wurden gegründet. Ach ja, welche denn? Ich habe da mal was gehört von Tibo Stapler Service. Tibo Stapler Service? Ja, die räumen alles weg, wenn es sein muss, auch das Auto vom Nachbarn. Ach so, ja. Und der Mignas, der Transportunternehmer hier unten, der macht jetzt Winterdienst. Aber der hat keine Chance. Wieso hat der keine Chance? Ja, bevor der durch alle Dörfer durch ist mit seinem Schneeflug, da haben die Leute schon längst vom Hof und aus dem Garten den Schnee auf die Straße geschmissen. Einmal Straßen reichen auch völlig zu auf dem Dorf. Ja, das war aber wieder eine Menge Schnee letztes Jahr. Oh ja. Du, hast du das von Berlin gehört? Nee, was denn? Da hat doch einer vom Bundeskanzleramt, Merkel ist doof in den Schnee pinkelt. Ach so, ja, stimmt. Aber es waren zwei. Woher willst du das wissen? Ja, das BKA hat doch ermittelt. Und ich hab's rausgefunden. Die Pisse, die war von Bobereit. Und die Handschrift war von Westerwelle. Also, Politiker müsste man sein. Ich sage nur, Gesundheitsreform. Ach hör auf, da wird mir gleich wieder schlecht. Du musst ja nicht mehr krank werden heutzutage. Wenn man zum Arzt muss, da warst du mindestens 3 Stunden. Ja, und bei den meisten Ärzten haben sie schon vom Wartezimmerschild das Z abgemacht. Ja, hat auch seinen Vorteil, wenn die Patienten immer warten müssen. Dann könnt ihr erstmal in aller Ruhe ihre Symptome austauschen. Ja du, ich war letztens beim Arzt, weil ich so schlecht schlafen kann. Ja? Und was hat er mir empfohlen? Ich soll ganz langsam zählen. Was habe ich denn aber gemacht? Bis 40.000 bin ich gekommen. Und dann bist du nicht schlafen, wa? Nee, dann bin ich aufgestanden und muss ich arbeiten. Ja, genau, du warst beim Arzt gehen. Ich müsste wohl mal zum Arzt gehen. Meine Frau hat gesagt, dass ich Hornträger bin. Aber ich hab keinen Horn, oder? Oh, das ist aber so eine Redensart. Deine Frau, die hat dich gehörnt, also betrogen. Na Gott sei Dank, und ich habe schon gedacht, ich hätte zu viel Kalzium. Also bei meinem Arzt war im Wartezimmer, da steht so eine Waage mit Münzeinwurf. Kenn ich. Da kam so eine schicke Frau rein, hat 10 Cent eingeworfen, sich auf die Waage gestellt und laut aufgeschrien. Hä? Da hat sie die Schuhe ausgezogen, den Mantel ausgezogen, den Pullover ausgezogen, sich wieder aufgestellt, 10 Cent eingeworfen und wieder aufgeschrieben. Und was war denn? Ja, dann kam der Arzt um den Ecken und sagte, machen Sie ruhig weiter, junge Frau, ab jetzt geht's aufs Haus. Ja, wundert mich nicht. Apropos, hast du es gehört? Da hat eine Frau zu Johannes Paul gebetet und ist dadurch ihre Parkinson-Krankheit losgeworden. Ja, ein echtes Wunder, wa? Ja, schon, aber eigentlich war doch damit zu rechnen, oder? Wieso denn? Ja, bei dem ganzen Image-Schaden, den die ganzen schwulen und pädophilen Priester angerichtet haben, das war doch nur eine Frage der Zeit, bis der liebe Gott noch irgendwann wieder eine Werbeaktion für die Kirche startet. Ja, aber immerhin hat er die Krankheit geheilt, was die Ärzte nicht konnten.